Herzlich willkommen zurück zu Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug. Das gerade war nochmal das Intro, weil ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen rumbasteln müssen mit den Aufnahmesettings. Ich hatte ja die letzten Male immer so ziemliche Probleme mit dem Rauschen im Mikrofon, weil ich habe auf einem Computer aufgenommen, der nur eine Onboard-Soundcard hat. Und jetzt habe ich meinen alten Computer wieder reaktiviert. Der hat eine richtig gute PCI-Soundkarte, da rauscht das Mikrofon nicht. Allerdings hat er ein anderes Problem, nämlich der Sound stockt, wenn ich das Spiel darauf spiele. Deswegen habe ich mir so eine lustige Konstruktion ausgedacht mit beiden Computern. Das Spiel läuft auf dem neuen Computer, wird aber auf dem alten angezeigt und aufgenommen. Das Mikrofon hängt am alten Computer und die Soundausgabe wird vom neuen Computer über ein Kabel zum alten Computer rüber getransportiert. Und weil ich gerade dabei war, ein bisschen umzuspielen, habe ich noch den neuen High Quality, also das heißt neu, gibt es schon seit ein paar Jahren eigentlich die Technologie, um vor allem Konsolenspiele hoch zu skalieren. Den High Quality Filter habe ich eingestellt, der das Ganze auf doppelte Auflösung, das war es vorher auch schon, aber einfach nur simpel hochskaliert. Der High Quality Filter bringt das Ganze auf doppelte Auflösung und interpoliert noch ein bisschen, sodass das Ganze deutlich besser aussieht. Ja. Kurz was Organisatorisches. Heute ist Mittwoch. Das ist die letzte Aufnahmesession, bevor ich morgen ins Krankenhaus gehe. Ich werde erst Samstag wieder entlassen. Ob ich danach gleich weiter zum Aufnehmen komme, weiß ich nicht. Ich werde höchstwahrscheinlich in der Zeit von Donnerstag bis Samstag keine neuen Folgen freischalten können. Das heißt, das hier ist vermutlich die letzte oder vorletzte Folge vor einer, ja, mindestens einige Tage dauernden Pause. Aber sobald ich da wieder zurück bin, wieder fit bin, mache ich auf jeden Fall weiter. Und von den ursprünglichen 2 Folgen pro Woche, die ich mir hier vorgenommen hatte, bin ich ja tatsächlich ein bisschen weggekommen. Ich bin ja eher so bei, alle 1-2 Tage eine Folge. Dieser Gang hier, da war ich doch schon mal in dem Speicherstand. Der ist über die Tür verbunden mit dem anderen Gang. Interessant. Ne? Das da ist die Tür, die in den Saal führt, der dann den anderen Gang zur Haupthalle bildet. Erreicht. Oh, da geht's nach oben. Ich will erstmal die Ebene fertig machen. Ja. Beim letzten Mal habe ich das Bier verschüttet, was man, glaube ich, braucht, um die Kohlen abzulöschen, um den Braten zu ernten und zu futtern. Ich weiß nicht, vielleicht hätte man auch mit dem Bier die Ausdauer wiederherstellen können. Ja, ich hoffe mal, dass alles noch so funktioniert, dass ich mir nichts nicht kaputt gemacht habe. Wenn nicht, werde ich halt einfach nochmal laden müssen. Aber ich spiele jetzt einfach mal weiter und schaue, wie weit ich komme. Und wenn es dann nicht klappt, dann hat es eben nicht sein sollen. Immerhin weiß ich dann ja, wo es nichts gibt und was zu tun ist. Das dürfte dann relativ schnell gehen, das Ganze wieder nachzustellen. Was ist das denn? Sieht aus wie so eine Rakete oder so. Oder ein Torpedo. Eine Rüstung. Oho. Kann er die nehmen? Nimm Rüstung. Nein, nein, nimm Rüstung. Kannst du nicht mitnehmen. Öffne sie. Ups. Drück mal. Da fällt die Axt runter. Wenn du ziehst, fällt die Axt runter. Und jetzt ist da ein Loch im Boden.
Mit der Axt kaputt machen? Keine Ahnung. Was gibt's denn hier noch? Ein Kamin. Und jetzt? Ach so. Was ist hier noch? Gibt's da noch weiter? Okay. Peitsch doch mal auf die Rüstung ein. Vielleicht passiert hier was Tolles. Oder zeige, gib der, bestech die Rüstung mit Geld, damit sie dir die Axt abgibt. Oder gib ihr das Bild, vielleicht gefällt es ihr ja. Nein. Schließe sie auf. Na, das klappt nicht. Ich will die Rüstung. Im Krug vielleicht die Rüstung irgendwie. Dann gibt es hier wohl gerade nichts. Nichts zu entdecken. Also weiter zum nächsten Raum. Ich glaube, der Kamin ist vielleicht sowas wie ein Hinterausgang. Vorhin letztes Mal haben wir gesehen, hinten hinter der Burg gibt es so einen komischen dunklen Stein. Vielleicht ist das ja so eine Art Geheimtür, die man durch den Kamin erreicht. Oh, Kleidung. Dieneruniform. Graue Uniform. Ja, hau rein. Schloss am Kleiderhaken. Ich glaube, der kleine Schlüssel war. Da war für die Truhe, ne? Da ist ein Schloss. Öffne mal das Schloss. Brauchst du den Schlüssel? Ja, du hast doch einen Schlüssel. Na gut, dann nehmen wir die Dieneruniform. Kannst du die jetzt anziehen? So. Da hat er sich umgezogen. Indie-Wear, der bei Lukas-Film heißt seine sonstige Standardkleidung. Das ist ja lustig. Ich glaube jetzt nicht, dass die Rüstung irgendwie anders reagiert, aufgrund der Kleidung. Mal schauen, was es hier noch so alles gibt. Ich glaube, man muss ja doch mit der Rüstung bestimmt irgendwas Tolles tun. Aber wahrscheinlich fehlt da irgendein Item dafür. Nur was? Tür, Fenster. Noch ein Fenster. Öffne das Fenster. Hier gibt es also auch nichts. Ich finde ja, der Indiana Jones in dieser Dienerkleidung sieht gar nicht so schlecht aus. Die könnte er ruhig öfter tragen. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Komm, jetzt will ich es auch nochmal wissen. Ob mit der Rüstung, mit der Dienerkleidung vielleicht die Rüstung tatsächlich irgendwas hergibt. Nee, das Bild war auch nix. Hier gibt es nur die Rüstung. Dann nimm die Rüstung. Was? Nein, nimm die Rüstung. Zieh an der Rüstung. Ja. Ah, kann ich da jetzt. Ist da jetzt wenigstens offen dadurch oder so? Nee. Ah, da ist eine Statue. Die habe ich gar nicht gesehen vorhin. Statue, Statue, Kamin. Drück doch mal auf die Statue. Nichts zu passieren. Dann drücke diese Statue. Oh. Sehr schön. Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? Wunderbar. Ein Hintereingang. Oh, jetzt ist wieder zu. Schade. Ich hatte zwischendurch noch eine Idee. Jetzt, der Bierkrug ist ja leer, leider. Aber eventuell kann man ja von hier aus nach Venedig zurückreisen, zum Brunnen oder nach New York zu dem Wasserspender, um den Krug aufzufüllen mit Wasser. Nein, schade.
hat sich umgezogen, um sie nicht zu erschrecken. Damit meint er wohl die Dr. Keller? Weiß nicht. Vergessen. Egal. Die Blondine, die mit der Peitsche und so. So, das da drüben war der Gang, den ich gerade erforscht habe. Und hier geht es weiter zu einer wunderschönen Mauer. Man beachte die Aufeinandersetzung der Steine in perfekter Regelmäßigkeit. Ach komm. Ist doch Blödsinn. Ich dachte nur, da geht es irgendwie weiter und jetzt irgendwie. So, bumm, zack. Auch nö, doch nicht. So ein bisschen enttäuscht. Aber gut, hier gibt es noch die schöne Treppe. Ansonsten ist es, glaube ich, unten alles erforscht. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Kann natürlich gut sein. Aber bevor ich da jetzt ewig rumsuche, gehe ich einfach mal nach oben. Da gibt es bestimmt auch tolle Dinge zu erforschen. Ist mein Mikrofon eigentlich an? Ja, das habe ich vorhin nämlich ausgeschaltet während dem Vorspann, damit ich nicht irgendwie zwischen rein quatsche. Das wäre jetzt irgendwie peinlich. Weil das neue Headset, das hat so eine tolle Fernbedienung, wo man die Lautstärke einstellen kann und das Mikrofon aus- und anschalten. Das hat das alte nicht, deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Bin ich noch nicht ganz so gewöhnt. Ja, das Schloss hat ganz schön viele Räume, in denen ganz schön wenig los ist, muss ich sagen. Ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet eigentlich. Nächster Raum. Immerhin muss man ihm hier draußen nicht sagen, öffne die Tür, gehe durch die Tür, sondern er macht das einfach. Ist das wieder so eine Ecke? Was haben wir denn hier? Eine Truhe. Was ist denn da drin? Schau mal rein. Öffne Truhe. Schau Truhe. Da waren 50 Mark drin. Ja, super. Ist da noch was? Jetzt ist sie leer. Ist da noch irgendwas? Nein. Lieber mal wieder schließen, bevor da noch jemand Verdacht schöpft. Kann auch die Tür schließen eigentlich? Ja, kann er. Halt mal, sie sind kein Diener. Doch, doch. Das kam überraschend. Hey, ich bin wohl ein Diener. Oh. Ja, sehr schön. Das war Let's Play Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug. Ja, also der erste Versuch. So leicht gebe ich natürlich nicht auf. Na gut. Dann werde ich einfach mal einen vorherigen Spielstand laden. Das gerade war der 4.2, also von der vierten Aufnahme der zweite. Mal schauen, wie weit ich jetzt zurückgehen muss, um wieder die volle Ausdauer zu haben. Hier ist die Wache schon weg. Ich gehe jetzt einfach mal schnell hin und schaue dann, wie viel Ausdauer ich in dem Kampf habe. Das werden wir ja gleich sehen. Ansonsten, ich glaube, hier ist das Bier fast noch voll. Das ist ja eigentlich wunderbar. Ne, Moment. Doch, ne, doch, 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 schon. Da ist richtig. Und jetzt die Treppe hoch. Da lang und hoch. Und rüber. Und die Treppe hoch.
So, da ist jetzt die Wache wieder. Ja. Gerade war ich hier ohne Ausdauer. Und jetzt hoffentlich wieder mit. Sie dürfen nicht in dieses Stockwerk. Nein, nein, nein. Okay, auch das ist der falsche Speicherstand. Dann eben noch weiter zurück. Das wird so nix. Das wäre dann der Spielstand nach der, naja, nach der dritten Aufnahme. Also jetzt quasi springen wir eine ganze Aufnahme zurück mit dem Sarg. Alles klar. Dann eben mal schnell den Sarg. Ich habe auch mittlerweile ein bisschen, weil ja so ich gewünscht habe, dass die Venedig-Musik ein bisschen lauter kommt. Noch ein bisschen rumprobiert und dabei entdeckt, dass man hier gar nicht durch die Katakomben irren muss nach oben, sondern dass es hier außen so ein kleines verstecktes Schloss gibt. Und dann kann man da einfach rausgehen. So, und zur Feier des Tages schenke ich euch 30 Sekunden Venedig-Musik. Na, nicht so viel. 10 sollte reichen. Sonst wird es ja langweilig. Da sind wir. Genau, jetzt kommt Markus, versaut die Szene. Das kennen wir ja alles schon. Ja, mein Vater steckt in Schloss Brunwald. Wo ist das denn? Da war ich ja noch nie. Und der Gral steckt in Iskenderun. Das wussten wir auch schon. Diesmal ist Magnus. Ja, das kennen wir doch alles schon. Ich meine, kann man das irgendwie abbrechen? Escape oder so? Tatsache. Abgebrochen ist es, aber. Ja. Die Wache gleich. Ich will vorher speichern. Also speichere ich einfach hier. Ich überspiele das einfach. Das war ja eh alles. Ich glaube, die erste Folge in dieser Aufnahme wird jetzt auch schon vorbei sein. Deswegen gibt es jetzt einen Folgenschnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!